Hallihallo, ihr Lieben. Ja, der Mensch strebt immer danach, den für sich perfekten Menschen zu finden. Der Mensch muss so und so sein, er muss so und so aussehen am besten. Also er darf zum Beispiel, darf er nicht dick sein, muss muskulös sein, muss Geld haben, muss ein Auto haben, darf nicht arbeitslos sein. So, das sind so mittlerweile die Hauptkriterien, die so teilweise angeführt werden bei einigen. Ja, habe ich jetzt echt schon öfters gehört. Dann geht es ja weiter mit von wegen, er oder sie halt, ne, der Mensch, muss das und das können, sollte das und das tun, dies, das und jenes. Leute, da lauft ihr eine Illusion nach. Kara Easy sagt's auch. Das ist eine Illusion. Und auch vollkommen Quatsch. Aber es gibt den perfekten Menschen Tatsache. Nur muss man auch bereit sein, eben diesen Menschen sehen zu wollen. Und das ist der Knackpunkt. Oft wird eben dieser Mensch gar nicht gesehen, weil die eigenen Erwartungen an den anderen das ja gar nicht zulassen. Was ist der perfekte Mensch? Der perfekte Mensch ist der, der genau weiß, dass er genauso unperfekt ist wie jeder andere Mensch. Dass er weiß, er macht Fehler und kann diese zugeben, steht dazu, sagt es auch, dass er weiß, er kann nicht alles, weil kein Mensch kann alles können, kein Mensch kann alles wissen. Aber man kann dazu stehen, eben nicht alles zu können und zu wissen und entsprechend die Leute fragen, die das Wissen, dieses Können eventuell haben könnten. Oder man beliest sich, man befragt sich und so weiter. Es ist der Mensch perfekt, der zu dir steht, hinter dir steht, der für dich da ist, der dich nicht als selbstverständlich ansieht und der so viele kleine Dinge für dich tut, weil du ihm wichtig bist. Der nicht einfach sagt, ich liebe dich, weil das ist schnell gesagt und hat nicht wirklich Bedeutung. Die Taten, das Spüren hier im Herzen, das muss vorhanden sein. Und der Mensch, der dir dieses Gefühl gibt, wirklich geliebt zu sein, wirklich geliebt zu werden, der ist der perfekte Mensch. Ja? Der dich so nimmt, wie du bist, dich aber auch dazu anregt, aus dir noch mehr herauszuholen. Der dich ergänzt. Nicht als Konkurrenz sehen, sondern ergänzen. Das ist der Punkt. Ja? Und all das, wenn das gegeben ist und eben dieser Mensch genau weiß, ich bin genau wie jeder andere. Ich weiß nicht alles, ich kann nicht alles, ich mache Fehler, ich stelle mich vielleicht auch mal dumm an. Sehe manchmal aus wie in eine Mülltüte gekotzt, mal knallhart gesagt. Ja, der das alles weiß und dazu steht. Das ist ein perfekter Mensch. Alles andere ist Show, ist Fake oder Filter. Ja, von daher, danach solltet ihr Ausschau halten. Nach so einem Menschen. Ein Mensch, der real ist und der euch wirklich dieses Gefühl auch gibt, angekommen zu sein. Der sich um euch bemüht. Und das heißt nicht, dass jetzt derjenige große Geschenke mitbringen soll. Weil, hey Leute, das ist nicht wichtig. Es sind die kleinen Dinge, die es ausmachen. Die einem das Gefühl geben, für diesen Menschen besonders zu sein. Und eben dieses Verständnis, zuhören, da sein, einfach mal in den Arm nehmen, wenn man merkt, okay, der andere ist geknickt. Ja? Gemeinsam schweigen. Akzeptieren. Das sind die Dinge. Haltet danach Ausschau, dann findet ihr auch den richtigen Menschen für euch. Und das ist dann perfekt. Und dann habt ihr ein perfektes Glück. Auch da gehören übrigens Streitigkeiten dazu. Wo kein Streit ist, ist kein Wachstum. Die Frage ist eben nur, wie wird gestritten und wie gehen beide miteinander damit um. Es muss fair sein, es muss oberhalb der Gürtellinie sein. Es darf nicht sein, um den anderen zu verletzen, um ihn anzugreifen oder um sich quasi zu verteidigen, was ja auch sehr, sehr häufig passiert. Ich verteidige mich einfach mal, weil ich könnte jetzt ja angegriffen werden. Nein. Und man kann auch nicht immer einer Meinung sein und das ist auch gut so. Aber die Frage ist eben, wie bringt man das an und wie geht man damit um? Und wenn das alles auf einer guten Basis ist,
werden beide immer mehr daran wachsen und gemeinsam ihr, in Anführungsstrichen gesetzt wieder, perfektes Leben leben. In diesem Sinne, ihr Lieben, das mal zum absolut nicht perfekten Perfektsein. Macht's gut!